Hallo und willkommen zurück, I good wie zu Pete's Drum Channel. Heute wird es das erste Tippvideo, also nicht Fast Helper, sondern Tippvideo, weil ich gebeten wurde, mach doch mal, zeig doch mal irgendwas aus deiner Erfahrung, wie würdest du etwas machen, was benutzt du für Sachen? Kamen viele Leute auf mich zu und ich sage, soll ich euch dann erklären? Ich habe alles in Bremen. und da, wo ich mich sonst aufhalte, Jazzkeller Hofheim, I don't know, es hat alles zu. Ist so ein bisschen blöd dann, ich habe auch kein Material hier, dann ein Video zu machen. Und dann fiel mir ein, was ist so mein großes Problem gerade? Die Sticks. Warum machst du da nicht irgendwie mal ein Video dazu und erklärst den Leuten, was nimmst du für Sticks? Warum benutzt du diese Sticks? Ganz wichtig, auch für die Anfänger. Unter euch, dass man das... Weil es gibt so einen Haufen Sticks. Es gibt... Du kommst in Schlagzeugabteilungen rein und das Einzige, was du siehst, ein Riesenregal mit tausenden Sticks. Und da einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, weil mir das wichtig ist, dass die Jugend oder die Anfänger nicht gleich wieder rausrennen. Auch Kundenberater können nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Auf den Millimeter genau. Es geht nicht. Das muss jeder Drummer, Schlagzeuger, Percussionist, Orchestrist, I don't know, für sich selber wissen. Und deswegen versuche ich in diesem Video euch Tipps zu geben. Was mir damals vom Schlagzeuglehrer erklärt wurde, ist, nimm die Sticks in die Hand und wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, aus welchem Grund auch immer, nimm andere. Egal welche, aber nimm andere. Es bringt nichts, mit einem Stick zu spielen, der sich nicht gut anfühlt. Wir sind nur beim Gefühl. Es ist nur das Gefühl erstmal. So. Und ich habe geguckt und ich habe natürlich ein paar Sticks zu Hause, weil ich muss auch üben. Jetzt bin ich aus Bremen gekommen und hast du dieses Feeling nicht, jedes Mal irgendwie mal einen Stick in der Hand zu haben. Auf der Toilette, beim Kochen, egal wo. Du brauchst dieses Gefühl, Sticks in der Hand zu haben und überall mal rumzukloppen. Überall. Nimm die Tischplatte. Nimm... hier. Ne? Ab auf den Tisch. Bum, 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 bum. Egal. Nimm irgendwas und bleib bei der Sache. Das ist ganz wichtig. Besseren Tipp kann ich nicht geben. Habe ich auch vernachlässigt. Aber vehement wichtig. Und darauf brachte mich ein Kumpel von Klaus. Tatsächlich. Da kommen mir fast die Tränen. Das muss ich rausschneiden. Der sich vor mir stellte im Tonstudio und sagte, Peter, geh mal bitte raus und klopf auf dem Treppengeländer rum. Schlag mal irgendwie, komm, wie fühlt sich das an? Ich merke, du bist nicht mit dem Herz bei der Sache. Und das ist diese Leichtigkeit, die dir fehlt, wenn du nicht mit den Sticks immer wieder
kopfkinomäßig arbeitest. Ultra wichtig. Und da ist es erstmal scheißegal, was du für Sticks in der Hand hast. Du kannst auch Stöcke aus dem Wald holen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, man hat etwas in der Hand und man spielt mit den Händen und bleibt in Bewegung. Ganz wichtig. Das hat mir Josef wieder gezeigt. Und das fand ich mega. Mega. Danke, Josef, an dieser Stelle. Zurück zu den Sticks. Es gibt tausende Sticks. Tausende Stickarten. Es gibt Formen, verschiedenste Formen. Und da einfach jetzt mal angefangen. Wir fangen an mit dem typischen Stick. Ich habe euch hier einen mitgebracht. Er hat einen Nylon-Tipp. Das sieht man hier vorne. Ich hoffe, das ist scharf. Und auch davon gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht. Ich habe jetzt hier den Innovate 2B zum Beispiel. Auf die Stärken gehen wir gleich noch ein. Das sind einfach, finde ich, Sachen zum Wohlfühlen. Du gehst in den Schlagzeugladen rein, guckst, schaust dir die Sticks an, nimmst auch mal zwei in die Hand, denkst dir, okay, ja, ausgewogenes Gewicht, ganz wichtig. Nicht zu kopflastig und auch unten nicht zu lastig. Muss ein ausgewogenes Gewicht sein. Damit geht es schon los. Wie ist das Handling? Dann gibt es die Unterschiede in der Dicke und in der Länge. Wie ist die Länge? Brauchst du einen langen Stick, weil du keine Lust hast, dich großartig zu bewegen, zum Beispiel? Dann nimmst du meistens ein 5A. Sind länger als die 7A, aber ich würde das auch nicht verallgemeinern. Guckt erstmal nach der Länge. Und dann ist wichtig, der Durchmesser. Wie dick ist ein Stick? Braucht ihr eher dünnere Sticks? Braucht ihr eher dickere Sticks? Und das in der Kombination ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Lasst euch nicht irritieren. Ihr geht rein und ihr seht ein riesen Angebot. Lasst euch davon niemals einschüchtern. Nehmt es als Herausforderung an und sagt euch, ich habe da Bock drauf. Und wenn ich jetzt 5 Stunden hier die Sticks in die Hand nehme, und viele Schlagzeugabteilungen haben auch Schlagzeuge hinten stehen zum Anspielen. Geht hin, nehmt euch 10 Paar Sticks mit. So habe ich das in Frankfurt gemacht. Und spielt. Immer spielen, immer ausprobieren, machen. Und vor allen Dingen, seht ihr keine Schlagzeugabteilung, also keine Schlagzeug aufgebaut? Geht hin, fragt, geht den Verkäufern, den Kundenberatern auf die Nerven. Ich probiere nicht nur aus, weil ich etwas sehe. Ich will es ausprobieren, ich will es testen, ich will es fühlen. Schlagzeug ist ein Gefühl. Also nehmt euch 10 Paar Sticks mit, geht in die Schlagzeugabteilung, geht an das Drumset, wo ihr denkt, das gefällt mir, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Und gebt es dem Set dreckig. Und immer weiter probieren. Und das, was euch am besten gefällt von den Sticks, ob jetzt mit Nylon-Tipp, mit Drähnchen-Tipp,
mit Kugel-Tipp. Alles einfach mal ausprobieren. Wichtig. Weil wenn ihr daheim übt, ja, seid ihr in der Band und ihr habt einen Auftritt und ihr fühlt euch nicht wohl, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht in 24 Jahren, dann macht es auch keinen Spaß. Ganz einfach. Kommen wir noch zu einer weiteren Unterkategorie. Es gibt verschiedenste Hölzer, also Materialien, aus denen die Sticks sind. Haltbarere, schneller brechende. Also eigentlich sollten sie alle haltbar sein. Sie werden ja auch stundenlang in Maschinen getestet. Ja, schaut euch mal Reportagen an über die Herstellung von Sticks. Kann ich nur empfehlen. Es ist sehr interessant. Es ist wirklich sehr, sehr lehrreich, was mittlerweile an Aufwand betrieben wird, um den Markt zu bedienen und gute Produkte auf den Markt zu bringen. Und davon meine ich jetzt nicht, Millennium ist schlechter als Vic Firth zum Beispiel. Natürlich zahlst du bei Vic Firth oder Pearl den Namen mit. Allerdings wäre Millennium nicht auf dem Markt, hätte es keine Berechtigung. Und das ist auch wiederum wichtig zu wissen. Millennium ist eine Eigenmarke von Thomann, soweit ich informiert bin. Aber das macht keinen Qualitätsunterschied. Ich hatte schon Millennium-Sticks, die haben 2 Jahre gehalten. Und ich bin bei Weitem keiner, der nur Chess spielt und ganz sanft draufhaut. Es kommt immer auf den Arbeitseinsatz drauf an. Dann gibt es, wie gesagt, die Arten von Holz. Einfach durchprobieren. Was fühlt sich am besten an? Was ist haltbar? Und als wichtigstes Merkmal, finde ich, kann man sagen, es gibt Carbon. Carbon, wisst ihr alle, ist ein sehr stabiles, ein sehr stabiler Werkstoff. Punkt. Und ich habe festgestellt, Carbon-Sticks in meiner Sammlung zu haben, ist nie verkehrt. Nee. Denn du kannst dich drauf verlassen. Die Scheiße hält. Egal, wie du sie einsetzt, egal wie oft der Bums hält. Ganz wichtig. Deswegen habe ich hier auch Carbon-Sticks, die einfach, ja, sie leuchten sogar, ja. Im Dunkeln, ja, aber das sind einfach so Gimmicks. Darauf würde ich erstmal keine Rücksicht nehmen oder kein Wert legen. Auch auf Brushes oder so. Nein. Es geht erstmal wirklich nur um Haltbarkeit, weil so ein Stickpaar kostet 13, 15 Euro. Holt ihr die günstigen. Die gehen vom Preis hoch bis 30 Euro. Und das reicht noch nicht. Seid ihr bei Sondereditions, zahlt ihr auch mal 60 Euro für ein Paar. Gar kein Problem. Und da ist noch nichts Besonderes dran. Ja? Die gibt es auch. Hier vom Bromark mit den Plastiktipps. Sehr interessant, weil jedes Drähnchen vorne hat auch eine andere Charakteristik. Es klingt anders auf den Fellen. Nehmen wir an, du hast ein Remo-Fell. Emperor Coated. Und du schlägst dann mit einer Tränchen. Nicht mit Kugel. Du hörst mir Attack. Definitiv. Nimmst du eine Runde, wenn das Ding hier rund ist, ist es ausgeglichener, finde ich. Aber wie gesagt, das ist auch kommt auch auf die Fälle drauf an. Bei einem Clear-Fell wirst du da sehr, sehr, sehr viel Attack hören. Bei runden
Ja, da hörst du dann hier wieder nicht dieses Extended, was ein runder Kopf machen würde oder auslösen würde. Dann gibt es auch noch andere Sticks, haben auch wieder ganz andere Charakteristiken, wie ein Floppy-Stick zum Bleistift. Wozu ist der Floppy-Stick? Oder für mich heißt der Wutstick. Ja, ich benutze ihn für zwei Sachen. Bei Auftritten im Studio. Wenn der Tontechniker oder die Band sagt, ey, spiel mal leiser, dann wechselst du vom harten Teil, hier in dem Fall der rote Teil, zu den hölzernen Verstrebungen hinten. Und das klingt sehr angenehm, sehr ruhig. Kannst du zum Beispiel für Unplugged Sessions sehr, sehr, sehr gut nutzen. Auch da gibt es wieder verschiedene Stärke. Gerade. Von den Zusammenbündelungen gibt es 12 Zusammenbindungen, 16 Zusammenbindungen. Heißt, einmal härter, einmal weicher. Es gibt so vieles zu bedenken. Auch hier habe ich zum Beispiel, da wo das Rote ist, einen schwarzen Gummiüberzug, dass das Harte eben nicht zu hart klingt. Weil dann hast du einen riesen Unterschied drin. Dann klingt das fast wieder wie bei normalen Sticks. Das wollte ich verhindern, deswegen habe ich bei mir hinten Gummi drauf. Sind halt auch wieder teurer, ja. Aber man muss wissen, in welche Richtung geht man. Welcher Musikstyle, mit welchen Musikern arbeite ich, gehe ich eher in Metal, gehe ich eher in Rock, Hard Rock. Da brauchst du sowas nicht. Ja? Hier geht es wirklich um Variation des Schlagwerks. Dann gibt es Paukenschlägel. Waren jetzt in Bremen gewünscht. Ich hatte keine. auch sehr interessant für Songs mit weichen orchestralischen Einwürfen. Sollte jeder Schlagzeuger meines Erachtens in seinem Repertoire führen. Ob du sie brauchst, spielt keine Rolle. Wenn du sie mal brauchen solltest, kannst du damit hervorragend variieren, kannst perfekt betonen, die Becken klingen viel weicher und je nachdem, wie du den Trommelwirbel oder den Paukenwirbel ansetzt, eine richtig schöne, runde Sache. Gehen wir mal weiter. Du hast auf der Floor Tom ein Geschirrspültuch, eine Decke. So wie Ringo Starr damals. Oder wir jetzt auch in Bremen gemacht haben. Und du haust da mit einem Paukenschlägel drauf. Es gibt doch keinen geileren Sound. Da freut sich ein Tontechniker über das Abmischen. Das ist Glanz in den Ohren. Ja, weil es eben nicht hart mit viel Attack klingt, sondern sehr, sehr weich. Aber trotzdem sehr definiert. Genau. So viel zum Paukenschlägel. Jetzt kommen wir noch zu den Besen. Die gibt es ja auch. Und die sind, finde ich, nicht nur für Chesser sehr attraktiv, sondern auch, nehmen wir jetzt mal, du hast die Hi-Hat direkt abgenommen. Aber sie klingt so spitz, weil einfach das Material der Hi-Hat sehr direkt ist. Beispiel, wir haben uns jetzt eine 12er Hi-Hat gekauft von UFIP fürs Studio. Meine 14er Hi-Hat hat vorher interessant geklungen. Ich nenne es mal interessant. Klaus sagte, die klingt so blechern. Nee. Und wir nehmen halt die Hi-Hat nie direkt ab. So,
sondern gehen meistens mit Großmembranen dann oben drüber. Kann ich euch hier auch mal ein Bild einblenden. Und das bildet halt das Set sehr geil ab. Ja, es ist nicht so direkt, Hi-Hat klingt perfekt, jede Tom einzeln mikrofoniert, sondern es ist das Set. Und wenn die Hi-Hat beim Set heraussticht, einfach nicht, weil sie zu laut ist, sondern weil sie einen falschen Ton hat oder eine andere Tonfärbung, ja, das trifft es eher, eine andere Tonfärbung, kann das störend wirken. Was machst du dann? In Klaus seinen Elvis-Produktionen haben wir gesagt, wir overdubben einfach die Hi-Hat und ich habe die nur mit Besen gespielt. Gibt einen viel sanfteren Sound und auch da kannst du variieren. Du hast hier die weichen Besen vorne. Sehr sanft, sehr tight. Aber ihr seht auch unten diesen Ring. Und wenn ihr den runterzieht, ist ja der Besen weg. Und vorne ist der Ring, kommt raus. Damit kannst du wieder definiert spielen. Sehr blechern, aber definiert. Wenn du das exakt einsetzt, gibt es was Besseres? Nein. Das ist das, was man in meinen Augen braucht. Und für einen Anfänger ist das jetzt gar nicht so interessant, finde ich. Der braucht Sticks. Der will sich ausprobieren. Der will schauen, wie klingt welcher Stick. Welche Felle brauche ich? Soll ich mal ein Fellvideo machen? Schreibt es mal runter in die Kommentare. Für die ist etwas anderes wichtig. Für jemanden, der schon 3 Jahre spielt, ist vielleicht das, was ich gerade erzähle, sehr, sehr, sehr interessant. Weil er vielleicht noch nicht so auf diese Ausprobierphase kam, die ich nach 24 Jahren sehr interessant finde. Kommt halt auch wirklich immer drauf an. Ich habe jetzt aktuell keine Band. Da kann ich mir das erlauben, auszuprobieren. Ja, ist ganz einfach. Hast du jetzt jeden Tag Proben, da kommst du nicht wirklich zum Ausprobieren. Weil die Songs müssen dann irgendwann fertig stehen und du willst auf die Bühne. Da hast du nicht so die Möglichkeit, da komm, ich hau jetzt mal da drauf und da drauf. Nee, aber ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man es macht. Egal in welchem Stadium. Weil das festigt sich, das macht dich selbstsicher. Und einfach breiter von deinen Möglichkeiten. Hier gibt es auch Sets. Ja, habe ich jetzt wieder von Millennium hier rausgesucht. Weil ich denke wirklich, es kommt nicht auf den Preis drauf an. Wenn du erstmal ausprobieren möchtest, hol dir für 50 Euro so ein Set. Und ihr seht, da sind 4 Paar Sticks drin. Da sind die Woodsticks drin. Und da sind Besen drin. Plus einer Schlagzeugtasche. Egal welcher Qualität. Das spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, du hast Variationsmöglichkeiten und eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Zu guter Letzt, ich finde eine Schlagzeugtasche vehement wichtig. Vehement. Ein Schlagzeuger hat seine Sticktasche bei Auftritten am Set. Am Set. Er hängt es an einen Beckenständer, an eine Spannschraube, damit, wenn ein Stick kaputt geht, während des Auftritts, er ganz schnell Zugriff auf Ersatz hat. Deswegen holt euch, wenn ihr eine Sticktasche holen möchtet, und die meisten Schlagzeuger haben das, eine kleine Variante, passen 6-7 Sticks bestimmt rein. Plus Spannschrauben, Stimmschlüssel, den ganzen Kladderadatsch. Und achtet darauf, dass ihr eine Befestigungsmöglichkeit habt. Dass ihr das immer
in der Nähe der Hi-Hat habe ich es meistens immer hingehängt, hinhängen könnt und schnellen Zugriff habt. Weil wenn jetzt der Stick bricht, worst case, brauchst du schnellen Zugriff. Die meisten Schlagzeuger, die ich kenne, kommen ins Schleudern. Wenn sie merken, oh, der Stick ist kaputt, dann kommen sie erstmal aus dem Takt. Aber auch da ist wichtig, mit einer Hand immer weiter, immer weiter. Und wenn du erstmal weniger spielst, scheißegal, aber bleib im Takt. Du kannst nicht mitten im Auftritt aufhören und sagen, ja, der Stick ist gebrochen. Klingt blöd. Das ist eine scheiß Ausrede. schneller Zugriff. Also achtet beim Kauf einfach auf eine kleine Sticktasche. Muss ja nicht alles auffassen. Du hast 20 Sticks im Repertoire. Du hast 4 Variationsmöglichkeiten und stellst noch 2 Paar Sticks rein. Du wirst nicht 3 Paar Sticks bei einem Auftritt von einer Stunde kaputt kriegen. Ich glaube, ich habe alles angesprochen. Chess Brushes, Carbon Sticks, sehr wichtig in meinen Augen, ja, weil da hat man wirklich die Sicherheit, die gehen nicht kaputt. Normale 2B, 2A, 7A, 5A, wie dick, wie lang sollen sie sein? Welches Material? Nicht einfach zugreifen, wenn ihr schon wisst, was euch passt, was das ist, was euch am besten liegt. Ich will das anfassen, ich will das sehen, was ich kaufe. Ich will nicht einfach blind dem Internet vertrauen. Amazon, nein, nein. Fahrt in die Schlagzeuggeschäfte, fasst an. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen helfen. Wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch einigermaßen weitergeholfen. Es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und abonnieren. Und dann freut euch aufs nächste Video. Bis dann. Ciao.